Das, was ich jetzt in dem Vortrag, in dem ersten Teil kurz zusammenfasse, bin ich dabei, das als Buch herauszubringen. Das wird vermutlich so aussehen, das Cover. Das Buch ist schon zur Hälfte fertig. Ich werde es vermutlich einfach selber auch verlegen, aber das ist noch nicht ganz sicher. Ich möchte den Ball ganz flach halten und möglichst wenig Aufwand treiben. Und zwar geht es um die Auswertung einer, kann man das lesen? Ja. Die Auswertung einer großen Studie. Die Studie heißt KICS, Kinder- und Jugendgesundheitsstudie. Das war irgend so eine Abkürzung ursprünglich mal. Der Titel hat sich mittlerweile ein bisschen verändert. Das ist eine Studie vom Robert-Koch-Institut, also von unserer obersten Gesundheitsbehörde, die für Infektionskrankheiten zuständig ist, zum Beispiel eben von dem Robert-Koch-Institut durchgeführt. Und zwar in Deutschland mit deutschen Kindern und Jugendlichen. Die sogenannte Basisstudie lief von Mai 2003 bis Mai 2006. Insgesamt waren es fast 18.000 Teilnehmer in dieser Studie. Pro Proband, pro Teilnehmer lagen am Ende ca. 1500 Werte vor, also entweder Laborwerte, Blutwerte und so weiter, Messwerte oder auch Antworten auf Fragen. Und die Studie wurde an 167 Studienorten durchgeführt. Das heißt, das Robert-Koch-Institut hat für diese Stichprobenstudie zunächst 167 Studienorte zufällig ausgewählt in Deutschland und dann innerhalb dieser Studienorte eben versucht, genügend Teilnehmer zu gewinnen. Diese Auswertung dieser ersten Basisstudie, die im Mai 2006 abgeschlossen war, diese Auswertung wurde dann im Mai, Juni 2007 im Bundesgesundheitsblatt veröffentlicht. Es war ein Doppelheft, waren 382 Seiten mit 43 Fachartikeln. Und in diesen ganzen 382 Seiten fand sich kein einziger Satz zu den Auswirkungen von Impfungen auf die Gesundheit der Kinder und Jugendlichen. Das ist eigentlich eine Vollkatastrophe, weil alle Werte in der Studie abgefragt wurden, sodass man hier hätte Rückschlüsse ziehen können. In den Rohdaten waren sowohl der Impfstatus erfasst, also ganz genau, welches Kind hat welche Impfungen wann bekommen, und auch zum Beispiel alle akuten und chronischen Krankheiten abgefragt. Es gab ein ausführliches Ärzteinterview, welche Allergien hat das Kind, welche Entwicklungsstörungen liegen vor und so weiter. Das heißt, die Daten wären eigentlich sehr gut geeignet gewesen und wir sind eigentlich auch alle davon ausgegangen, dass dieser Vorwurf, dass Impfungen unter anderem zum Beispiel für die Zunahme der Allergien verantwortlich sind, dass dieser Vorwurf hier auf Basis dieser Studie durchleuchtet wird. Der Hans Tolzin hat sogar bis vor die Gerichte Anfragen gestellt bezüglich dieser Auswertungen und wurde als immer vertröstet. Wir sind aber alle davon ausgegangen, dass dieser Zusammenhang von Impfungen und die Gesundheit der Kinder und Jugendlichen beleuchtet wird und es ist nicht passiert. Ich muss jetzt ab und zu auch so ganz kleine Ausflüge, die vielleicht ein bisschen trocken sind, in die Statistik machen, aber ich versuche es wirklich so allgemeinverständlich zu machen, wie es irgend geht, weil das ist sehr, sehr wichtig, jetzt auch für den weiteren Vortrag und für die Erkenntnisse daraus. Und zwar möchte ich ganz kurz erklären, was eine Stichprobenstudie ist. Man kann ja in den allermeisten Fällen, das ist jetzt ganz egal, ob es um solche Studien geht oder ob es um Impfstudien, Zulassungsstudien geht, man kann eigentlich fast nie Vollerhebungen machen. Das heißt, es wäre viel zu teuer und auch überhaupt nicht durchführbar, die gesamte Bevölkerung, alle Kinder und Jugendlichen in Deutschland zu fragen. Und da gibt es in der Statistik eben das Mittel der Stichprobe. Ganz wichtig ist es natürlich, dass die Zusammensetzung der Stichprobe völlig identisch zur Zusammensetzung der gesamten Population ist, also dass die Stichprobe repräsentativ ist. Wenn man das gewährleistet, dann kann man guten Gewissens die
Daten, die man aus dieser Stichprobe gewonnen hat, hochrechnen und verallgemeinern auf die Gesamtbevölkerung. Deswegen ist es ganz wichtig, dass bei der Auswahl der Stichprobe völlig zufällig vorgegangen wird, also dass man eine genügend große Zahl an Probanden rein nach dem Zufallsprinzip auswählt und dass man also weder bei der Auswahl und noch später bei der Teilnahme Verzerrungen hat, weil wenn da Verzerrungen in der Stichprobe da sind, und dann darf ich die daraus gewonnenen Erkenntnisse natürlich nicht hochrechnen auf die allgemeine Bevölkerung. Wie schwierig das ist, habe ich jetzt an diesem ganz einfachen Beispiel gezeigt. Ich habe jetzt hier drei verschiedene Merkmale sozusagen, also gelbe Kreise, rote Herzchen und blaue Sternchen. Das wären jetzt eben drei verschiedene Merkmale, die ich halt untersuchen, also möchte ich die Eigenschaft, Farbe und Form untersuchen in der Stichprobenstudie. Wenn ich jetzt hier zufällig diese Auswahl treffe, dann entspricht die Zusammensetzung der Stichprobe sehr genau der Zusammensetzung der gesamten Population und ich darf hochrechnen, guten Gewissens hochrechnen. Wenn ich hingegen aus Versehen diese Auswahl treffe, dann habe ich ja jetzt, sieht man visuell ganz gut, nur ein gelbes und fünf rote. Das heißt, die sind nicht mehr genauso verteilt, wie es in der Bevölkerung vorliegt, und deswegen habe ich bei der Stichprobenauswahl bereits einen Fehler gemacht. Ja, das ist einer der ersten Fehler in der Statistik, und diesen Fehler kann man natürlich auch nicht wieder gut machen. Bei dieser KICKS-Studie gibt es noch ein weiteres Problem. Wir haben, wenn ich jetzt die Geimpften und die Ungeimpften untersuchen möchte, haben wir sehr, sehr unterschiedliche Gruppenstärken, was ein großes statistisches Problem ist. Das heißt, wir haben in der Bevölkerung ja nur sehr wenige Prozent an wirklich ungeimpften Kindern, und die überwiegende Mehrzahl der Leute sind geimpft. Also setzt sich Bevölkerung eher so zusammen, also die roten Herzchen wären jetzt die ungeimpften Kinder, die sind eben sehr selten. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, einen Fehler bei der Stichprobenziehung zu machen, steigt enorm, wenn man so ungleiche Gruppenstärken hat. Das ist ein großes Problem in der Statistik. Um diese Fehlerquote zu beziffern, gibt es in der Statistik den Begriff der Signifikanz. Und zwar ist mit der Signifikanz ein bestimmter Fehler gemeint, nämlich dass man bei den Auswertungen nicht entdeckt, dass in Wahrheit kein Unterschied zwischen Geimpften und Ungeimpften vorhanden ist. Das nennt man Fehler erster Art in der Statistik. Und diesen Fehler, wenn ich den jetzt mache, das möchte ich natürlich nicht. Ich würde dann unzulässig was behaupten, was nicht stimmt. Und wenn die Wahrscheinlichkeit für diesen Fehler, dass ich einen nicht vorhandenen Unterschied nicht entdecke, wenn diese Wahrscheinlichkeit, dass ich diesen Fehler mache, unter 5% sinkt, dann darf man von Signifikanz sprechen. Es ist allgemein so, dass in solchen Stichproben, Zusammensetzungen, wie es bei der KICKS-Studie ist, sehr, sehr schwierig ist, eine Signifikanz zu bekommen, weil die Gruppenstärken so verschieden sind. Auf der anderen Seite heißt, wenn keine Signifikanz vorliegt, also wenn dieses Qualitätsmerkmal für die Fehlerwahrscheinlichkeit, wenn die nicht da ist, dann ist es dennoch natürlich kein Beweis für die Falschheit der Ausgangshypothese, nämlich dass Impfungen schaden. Andersrum genauso wenig. Also wenn Signifikanz vorhanden ist, hat man ja immer noch ein Restrisiko, doch einen Fehler gemacht zu haben. Das heißt, auch wenn ich keine Signifikanz habe, ist es kein Beweis, dass die Ausgangshypothese nicht doch richtig ist. Das ist das Problem, was man in der Statistik hat. Und wie gesagt, die Signifikanz ist in der Studie schon allein deswegen ein statistisches Problem oder eine Herausforderung, nennen wir es mal lieber so, weil die Gruppenstärken so extrem verschieden waren. Außerdem gibt es in den Studiendaten noch weitere Probleme, nämlich 38% der
ursprünglich zufällig ausgewählten Probanden haben die Teilnahme verweigert. Das allein, da könnte schon eine mögliche Verzerrung verursachen, weil natürlich vermutlich Kinder und Jugendliche und Eltern aus sehr kritisch denkenden Familien eher nicht an solchen staatlichen Studien teilnehmen. Da ist eine mögliche Verzerrung enthalten. Das heißt, dass viele Kinder aus Familien, die wenig oder anders impfen, eher an solchen staatlichen Studien nicht teilnehmen, einfach auch, weil das waren ja Studienärzte, denen man dann Rechenschaft ablegen muss und da natürlich durch die den üblichen Druck, den Nicht-Geimpfte ohnehin bei jedem Arztkontakt erfahren, meidet man erfahrungsgemäß die Kontakte mit Ärzten, wo man eben immer Angst haben muss, dass die das nicht respektieren, die eigene Haltung zum Impfen. Ein weiteres Problem in den Daten sind, dass dann bei denen, die teilgenommen haben an der Studie insgesamt, dann immer noch fast 6% die Aussagen zum Impfstatus komplett verweigert haben. Als Vergleich beim sozialen Status, also Auskunft über Bildung und Einkommen der Eltern, da haben nur 2% die Aussage verweigert. Also die Teilnehmer haben eine höhere Hemmschwelle, den Studienärzten gegenüber ihren Impfstatus mitzuteilen, als ihr Einkommen zum Beispiel. Auch das spricht natürlich schon Bände. Und dann habe ich schon gesagt, die sehr, sehr, sehr kleine Gruppe der Ungeimpften ist ein Problem, nämlich 7%, also das sind 1.100 Probanden, da war der Impfstatus unbekannt und 92% waren geimpft und nur ein bisschen über 1% der Kinder, nämlich 211 Probanden, waren völlig ungeimpft, hatten also im Impfpass keinen Eintrag, was automatisch Probleme mit der Signifikanz ergibt. Diese Studiendaten, die Rohdaten, gab es dann im Jahr 2009 beim Robert-Koch-Institut zu kaufen. Für 90 Euro konnte man sich die Rohdaten kaufen für eigene Auswertungen. Und das habe ich dann gemacht und habe begonnen, meine Ergebnisse zu publizieren, was seitens Robert-Koch-Institut zu heftigsten Reaktionen geführt hat. Man hat dann eine Gegendarstellung angekündigt und im Jahr 2011 im Deutschen Ärzteblatt publiziert. Hier fällt auf, dass diese Gegendarstellung mit eigenen Auswertungen nicht im Bundesgesundheitsblatt veröffentlicht wurde, sondern nur im Deutschen Ärzteblatt, was vom wissenschaftlichen Stellenwert her im Vergleich zum Bundesgesundheitsblatt als wesentlich niedriger anzusehen ist. Und damals haben wir uns schon gewundert, bei näherer Analyse war es einfach klar, warum, weil das Robert-Koch-Institut da ziemlich getrickst hat bei der Auswertung. Dieser Zusammenhang zwischen Allergien, verschiedenen allergischen Symptomen, nämlich einmal oben Heuschnupfen, dann Neurodermitis und unten Asthma, die Zeilen, den Pointer sieht man schlecht. Genau, also die Ergebnisse waren ähnlich wie meine Auswertungen. Man sieht jetzt hier die Ungeimpften. Ich lese es mal vor, nur ein Beispiel. Bei Heuschnupfen, bei den 11 bis 17 Jahre alten Jugendlichen, da haben bei den Ungeimpften 8% Heuschnupfen, bei den Geimpften 17. Also da ist schon, die Tendenz ist eigentlich durchgängig fast überall so, dass es bei den Ungeimpften wesentlich weniger sind, prozentual. Bloß was natürlich überall eine statistische Katastrophe ist, ist hinten die Signifikanz, wenn die ist überall viel zu schlecht, um von einem signifikanten Ergebnis zu reden. Folglich hat das Robert-Koch-Institut in seiner Zusammenfassung geschrieben, dass es gäbe keinen gesundheitlichen Nachteil der Geimpften gegenüber den Ungeimpften. Also sehr
unzulässig auch verallgemeinert. Die hätten eigentlich sagen müssen, es gibt zwar gibt es einen Unterschied, der ist aber nicht signifikant. Die haben aber sehr stark verallgemeinert und haben gesagt, es gibt keinen gesundheitlichen Nachteil. Es gab dann auf diese Veröffentlichung vom Robert-Koch-Institut viele, viele kritische Leserbriefe. Und da hat der Studienleiter, der Dr. Schlaut, hat weitergehende differenzierende Analysen der Kickstarten versprochen, zum Beispiel unter Berücksichtigung der Anzahl von Impfdosen, solche Veröffentlichungen seien derzeit in Arbeit. Mittlerweile gibt es die Kicks-Folgebefragung, die Kicks-Welle 1, sind die Ergebnisse veröffentlicht. Da ist auch eine Publikation beschäftigt sich da im Jahr 2014 mit dem Thema Allergien. Auch da, und da ist auch dieser Dr. Schlaut, ist Co-Autor dieses Artikels, aber kein einziger Satz, auch nicht wie versprochen zu den Impfungen im Zusammenhang mit Allergien. Also es hat bis heute keine weitere differenzierende, Entschuldigung, bin auch etwas erkältet gewesen, auch keine weiteren differenzierenden Analysen der Kickstarten gegeben, wie der Studienleiter sogar öffentlich als Reaktion auf die kritischen Leserbriefe versprochen hat. Das ganz große Problem ist aber, dass das Robert-Koch-Institut bei seiner Auswertung der gleichen Daten, die ich ausgewertet habe, ganz mies getrickst hat. Und zwar gibt es bei solchen Studien oft einen Gewichtungsfaktor, den man mit berücksichtigen muss, der eventuelle Verzerrungen ausgleicht. Ich mache mal ein Beispiel. Jugendliche, die haben natürlich eher oft weniger Lust, so viele Fragen in der Studie zu beantworten. Und die haben dann, also Jugendliche, die selber entscheiden durften, ob sie mitmachen oder nicht, die haben viel häufiger die Teilnahme abgelehnt als jetzt die jüngere Altersgruppe. Das heißt, man hatte in den Studiendaten dann zu wenig Jugendliche. Es wird dann durch einen nachträglich berechneten Gewichtungsfaktor dieses Ungleichgewicht ausgeglichen, damit man dann scheinbar genauso viel Jugendliche hat, die genauso viel Gewicht haben wie zum Beispiel jüngere Kinder. Diesen Gewichtungsfaktor war in einer Anleitung, die auch publiziert war, wie man mit diesen Studienergebnissen umgeht, war darauf hingewiesen, dass bei der Studienauswertung in sämtlichen Fällen unbedingt dieser Gewichtungsfaktor zu berücksichtigen sei und war publiziert, wie der berechnet wurde. In der Publikation vom Robert-Koch-Institut selber war da auch keine abweichende Mitteilung zu finden. Als ich dann die Daten nachgerechnet habe, habe ich mich immer gewundert, weil ich konnte die Häufigkeiten in den Tabellen nachvollziehen, aber nicht diese P-Werte für die Signifikanz. Die waren bei mir immer anders, bis ich rein zufällig darauf gekommen bin, dass diese Werte für die Signifikanz ohne Gewichtungsfaktor berechnet wurden. Dann habe ich monatelang versucht, eine Aussage von dem Robert-Koch-Institut, also von den Verantwortlichen für die Studie, zu bekommen, warum man das so gemacht hat. Allein dieser Briefverkehr ist wieder ein Wahnsinnsbeispiel, wie wenig kooperativ und kommunikativ das Robert-Koch-Institut ist. Ich musste also mehrfach massivst nachhaken, bis ich die Antwort bekommen habe, es wäre aus testtheoretischen Gründen ohne Gewichtungsfaktor berechnet gewesen. Aber keine weitere Begründung und vor allem auch keine Begründung, warum das dann nicht, was grob unwissenschaftlich ist, ja, warum das dann nicht auch in der Veröffentlichung angegeben war, wie der P-Faktor berechnet wurde. Ja. Aber das noch drastischere, und da muss man wirklich dann von vorsätzlichem Betrug sprechen, war die Löschung der Migrantendaten. Also nicht nur die amerikanische Gesundheitsbehörde CDC kann Daten verschwinden lassen, sondern das Robert-Koch-Institut auch. Und zwar haben die einfach alle Kinder aus Migrantenfamilien aus dieser Auswertung herausgenommen.
Die offizielle Begründung war, dass man das gemacht habe wegen fehlender oder unvollständiger Impfdokumentation. Die wurden aus der Analyse, eben aus dieser Analyse ausgeschlossen, um Missklassifizierungen zu vermeiden. Und genau für den Fall, dass die Impfdokumente unvollständig oder unleserlich waren, hatte man ohnehin in der Studie ein sauberes Merkmal eingeführt, nämlich eine Variable, die heißt ImpfPop. Die Variable hat 4 Werte von 0 bis 3. Und man sieht hier, dass das ist extra auch darauf hingewiesen, dass nur die Kategorie 1 Impfausweis vorhanden und die Kategorie 2 ungeimpft ohne Impfausweis darf in die Auswertung dieser Impfdaten einbezogen werden. Die Kategorie 0 Impfausweis einfach nicht vorhanden, verschlampert, was auch immer, oder die Kategorie 3 Impfausweis vorhanden, aber unvollständig, unleserlich oder verloren gegangen, die dürfen nicht berücksichtigt werden. Das heißt, alle Migrantenkinder, wo das zutrifft, die waren ohnehin schon aus der Analyse genommen, ja, aus der korrekten Analyse. Das heißt, dieses Argument vom Robert-Koch-Institut, dass die wegen fehlenden oder unvollständigen Dokumenten zusätzlich ausgeschlossen wurden, ist ein völliges Scheinargument, weil die aufgrund des Studiendesigns ohnehin schon aus Auswertungen, die den Impfstatus betreffen, ausgeschlossen waren. Warum machen die das? Was hat das für Folgen? Ich möchte das an einem Beispiel kurz aufzeigen. Bei den 11- bis 17-jährigen Probanden mit Angaben zu Heuschnupfen und ungeimpft, also ohne Impfungen im Impfpass, sind es inklusive Migranten 60 Teilnehmer, ohne die Migranten 37. Das heißt, diese Herausnahme der Migrantenkinder oder Jugendlichen aus Migrantenfamilien verschärft das Problem, das statistische Problem mit der Gruppenstärke massivst und hat direkte Auswirkungen auf die Signifikanz wegen der Gruppenstärke. Wenn ich, das ist jetzt auch nur ein Beispiel, Heuschnupfen oder Neurodermitis, also zweite oder dritte Spalte bei den 11- bis 17-Jährigen, wenn ich so durchrechne, wie das Robert-Koch-Institut gemacht hat, ohne Migranten und ohne Gewichtungsfaktor bekomme ich keine Signifikanz, also kein Gütemerkmal für die Beobachtungen. Wenn ich es durchrechne, wie es ich gemacht habe, nämlich mit Migranten drinnen und mit Gewichtungsfaktor, gibt es in beiden Fällen eine Signifikanz. In anderen Publikationen des Robert-Koch-Instituts, wo auch Impfpässe ausgewertet wurden, gab es im Übrigen keinen Ausschluss der Migrantenkinder. Es gibt 2 weitere Publikationen, wo das Robert-Koch-Institut selber Impfstatusauswertungen gemacht hat. Einmal zum Thema Masern, Impfstatus und Titer und einmal allgemein zu Durchimpfungsraten. Da waren die Migranten nicht herausgenommen. Der mögliche Grund für den Ausschluss der Migranten findet man zusätzlich zu der Verschlechterung der Signifikanz noch in 2 weiteren Publikationen des Robert-Koch-Instituts. Nämlich die Migrantenkinder werden im Schnitt weniger geimpft oder sind weniger geimpft und die Migrantenkinder haben seltener Allergien. Allein diese Erkenntnis müsste ja schon das Robert-Koch-Institut für weitere Auswertungen dieser Zusammenhänge motivieren und nicht motivieren, die Migranten dann vorsichtshalber ganz rauszunehmen. Ja. Es gibt durch den Ausschluss der Migrantenkinder eine starke Verzerrung der Ergebnisse, eine Verschlechterung der Signifikanz und dieses Verhalten des Robert-Koch-Instituts muss als unwissenschaftlich und auch unlauter bezeichnet werden. Der Grund ist, und da schließe ich mich wieder mal einfach wunderbar an die Vorredner an, es wiederholt sich halt jetzt in 1000 Aspekten, der Grund ist ein schwerer Interessenskonflikt beim Studienleiter, ist der Dr. Schlaut, und zwar war der während der Zeit der KICS-Studie, also der Basisstudie, auch noch an einer weiteren Studie beteiligt,
nämlich an der sogenannten Token-Studie, die von 2004 bis 2009 lief. Die Token-Studie wurde von zwei Impfstoffherstellern finanziert, und zwar ging es da um unklare Todesfälle in den ersten zwei Lebensjahren und den Zusammenhang mit verabreichten Sechsfachimpfstoffen. Also eine Nebenwirkungsstudie, da sollten dann alle Kinder, die plötzlich einen Kindstod diagnostiziert hatten oder andere unklare Todesarten, sollten obduziert werden. Bei dieser Studie war auch der Dr. Schlaut Leiter. Diese Studie wurde vom Gesundheitsministerium mit 0,2 Millionen Euro finanziert und von der Industrie, von den zwei Herstellern der Sechsfachimpfstoffe, mit 2,6 Millionen Euro. Also war der Studienleiter alles andere als neutral, was mögliche negative Effekte von Impfungen betrifft. Ja. Ist als Interessenskonflikt sogar auch im Ärzteblatt mit angegeben gewesen. Das war wenigstens sauber. So, jetzt kommen meine Auswertungen mit all diesen Wenns und Abers. Das ist jetzt hier zum Beispiel das, was allgemein als Allergien bezeichnet wird, Heuschnupfen, Neurodermitis und eine Nickelallergie. Alle drei Merkmale werden bei den 11- bis 17-Jährigen signifikant, wenn man es ordentlich macht, wenn man ordentlich auswertet. Und Sie sehen selber, die grünen Säulen sind die Ungeimpften und die roten Säulen sind die geimpften Kinder. Also ich möchte an der Stelle nochmal sagen, Statistik hat ihre Tücken, man kann über die Verfahren, wie man sowas auswertet, viel, viel streiten. Man kann auch sicherlich heftig diskutieren, ob man diese Studiendaten überhaupt so auswerten darf, weil wir eben diese großen Probleme mit der Gruppenstärke haben. Allerdings ist es natürlich dann Hausaufgabe der Gesundheitsbehörden, hier ordentliche Studien aufzusetzen. Ich habe keine Möglichkeiten, da eine ordentliche Studie durchzuführen. Ich kann nur das Material, was da ist, auswerten. Ich bin nicht so vermessen zu sagen, das ist jetzt der Weisheit letzter Schluss und das ist unwiderlegbar. Ich möchte lediglich den Druck maximal erhöhen auf unsere Gesundheitsbehörden, endlich jetzt ordentliche Studien zu machen. Danke. Weil dass das alles Zufälle sind, das glaube ich einfach auch nicht. Ja? Dass das alles zufällig so zustande kommt, zumal, da sage ich jetzt gleich noch was dazu, es gibt eine Plausibilität für diese Ergebnisse und die eigenen Beobachtungen vieler, vieler Eltern und Therapeuten gehen genau in die Richtung. Dann habe ich ausgewertet andere Störungen, wie eben diese Mittelohrentzündungen, die hatten wir vorher schon. Hier ist der Unterschied zwischen geimpften und ungeimpften Kindern nicht ganz heftig, aber dafür hochsignifikant. Das heißt, die Irrtumswahrscheinlichkeit ist unter 1%. Bei Lungenentzündung gibt es Unterschiede und bei der Skoliose ist es auch ganz schön drastisch. Das ist eine Rückgratverkrümmung. Da dachte ich mir zuerst, das ist aber jetzt komisch, das hätte ich jetzt nie auf Impfungen zurückgeführt. Ich wurde dann von naturheilkundlichen Ärzten darauf hingewiesen, dass in dem Zeitraum, wo die Auswertung waren, noch viele Kinder in der Studie waren, die die alte Polio-Schluckimpfung bekommen hatten. Und da ist die Skoliose aufgrund von Nervenproblemen oder Nervenschäden nach der Polio bekannt, auch nach der alten Polio-Schluckimpfung. Also auch da ist es durchaus plausibel, dass in dem damaligen Zeitraum bei den Geimpften ein wesentlich höheres Risiko da war, eine Skoliose zu bekommen. Damals gab es ja noch nicht die allgemein empfohlene Windpockenimpfung. Auch bei nicht impfbaren oder damals nicht geimpften Infektionskrankheiten ist der Unterschied zwischen Geimpften und Ungeimpften hoch, was wiederum einfach belegt, dass das Immunsystem der Ungeimpften insgesamt wesentlich besser auch mit solchen allgemeinen Erkrankungen wie Scharlach oder Salmonellen oder eben auch Windpocken wesentlich besser zurechtkommt. Dann bezüglich neurologischen oder Entwicklungsproblemen,
Also ADHS oder dass logopädische Therapie nötig war oder sogar auch beim Merkmal hat eine Brille oder nicht, gibt es erstaunliche Unterschiede, die sind jetzt allerdings nicht mehr signifikant zwischen Geimpften und Ungeimpften. Jetzt möchte ich noch ein bisschen auf die Allergien eingehen. Man könnte das jetzt bei jedem anderen Thema auch machen, aber bei den Allergien wollte ich halt jetzt einfach mal auch aufzeigen, dass dieses Thema sehr wohl zu erwarten ist und auch dringend untersucht werden müsste, weil auch außerhalb dieser Kickstarten weitreichende Informationen vorhanden sind, nämlich in den Beipackzetteln. Ich habe jetzt hier zwei sehr häufig verwendete Kinder- und Babyimpfstoffe herausgenommen. Priorix Tetra ist ein Masern-, Mumps-, Röteln-, Windpocken-Impfstoff und Infanrix Hexa ist einer der, oder ich glaube, das ist zurzeit der einzige überhaupt erhältliche Babyimpfstoff, der Sechsfachimpfstoff, der dreimal im ersten Lebensjahr verwendet werden soll, laut Impfkalender. In beiden Fachinformationen ist bei den Nebenwirkungen aufgeführt allergische Reaktionen. In beiden Impfstoffen. Also die Fachinformationen sind ja die Produktinformationen vom Hersteller, kontrolliert von den Zulassungsbehörden. Das Paul-Ehrlich-Institut publiziert auch ab und zu und da gab es im Bundesgesundheitsblatt eine Veröffentlichung zur Sicherheit von Masernimpfstoffen und da findet sich wortwörtlich dieser Satz: Ebenfalls plausibel ist der Zusammenhang zwischen der Impfung mit masernhaltigen Impfstoffen und allergischen Reaktionen. Wird dann begründet, weil eben Allergien auf die Zusatzstoffe bekannt sind und vorkommen. Und zuletzt ist es so, dass natürlich die Wirkverstärker, die aluminiumhaltigen Wirkverstärker mittlerweile bekanntermaßen und bewiesenermaßen in der Lage sind, Allergien auszulösen, weil rein zufällig bei der Impfung mit so einem Wirkverstärker, und da zählt zum Beispiel diese Babyimpfstoffe dazu, diese Infanrix Hexa, wenn zufällig das Aluminium nicht nur das Antigen im Impfstoff wirkverstärkt, sondern irgendwelche anderen zufällig vorhandenen Antigene, sei es aus dem Organismus selber, dann gibt es eine Autoimmunstörung anschließend bis hin zur Autoimmunerkrankung oder eben, weil das Kind zufällig irgendwas gegessen hat, als es geimpft wurde, kann es anschließend eben eine Nahrungsmittelallergie geben, weil der aluminiumhaltige Wirkverstärker das mit wirkverstärkt hat und das Immunsystem in Alarmbereitschaft versetzt, nicht nur auf den Impfstoff, sondern eben auch zum Beispiel auf Milcheiweiß. Dann möchte ich noch ein Argument auf den Boden der Tatsachen holen. Es wird uns oft die DDR als Beispiel bei den Allergien vorgeführt. In der DDR, wo eine gesetzliche Impfpflicht bestand und fast alle Kinder geimpft wurden, gab es kaum Allergien. Diese nehmen in Ostdeutschland erst nach der Wende zu, während gleichzeitig die Impfquoten sanken. Sind wir jetzt wieder bei dem Beispiel mit den Störchen und den Geburten und so weiter. Also das Robert-Koch-Institut zieht hier einen kausalen Schluss, der völliger Quatsch ist. Also es mag sein, also zum einen schließen sie auf eine Kausalität beim Rückgang oder Zunahme von Allergien, aber zum anderen wird rückgeschlossen, wenn eine gesetzliche Impfpflicht besteht, gibt es eine hohe Durchimpfungsrate, was nicht stimmt. Und dafür habe ich genügend Belege. Nämlich es gibt einen DDR-Leitfaden, ein Vademecum für Impfärzte, habe ich in 4 Auflagen antiquarisch zu Hause. Es wurde trotz Impfpflicht in der DDR wesentlich sorgfältiger geimpft als jemals bei uns. Die haben die Kontraindikationen sowas von sauber beachtet. Es ist ein Lehrbuch, man müsste es wirklich mal in Auszügen veröffentlichen. Wurde uns ja immer weisgemacht, dass in der DDR alles so scheiße ist und so viel Zwang und so weiter, aber es stimmt überhaupt nicht beim Thema Impfungen. Da steht sogar der Satz drinnen, dass der Impfarzt mit seinem gesamten Wissen der Entscheider ist, ob das Kind jetzt impfbar ist oder nicht und im Zweifel soll er nicht impfen, steht da drinnen, ja.
Und es gibt genügend Publikationen, dass es in der DDR eben sehr, sehr niedrige Impfraten teilweise gab, weil die Kontraindikationen so beachtet wurden. Und in diesem Leitfaden steht zum Beispiel, akute Erkrankungen jeglicher Art, einschließlich der banalen Erkältung oder des Durchfalls, gehören zu den Gegenanzeigen. Bei uns ist genau das Gegenteil. Ja? Insbesondere sind zerebrale Anfallsleiden eine Kontraindikation. Bei Allergikern ist Vorsicht geboten. Und diese Kinder, da gibt es bei jeder Impfung ein Riesenkapitel mit Kontraindikationen, die wurden zumindest zurückgestellt von der Impfpflicht oder gar befreit. So wie zum Thema in der DDR war Impfpflicht und volle Durchimpfung. Mein Fazit bei dieser KICKS-Studie und bei der Erforschung der Zusammenhänge von Impfungen als Auswirkung auf Gesundheit oder Krankheit unserer Kinder: Der Staat versagt, die Gesundheitsbehörden, der Einfluss in der Industrie, ich wiederhole mich leider, ist riesengroß. Die Vertuschung findet durch Totschweigen statt, Daten verschwinden lassen, Diffamierung und Lügen. Die Diffamierung von uns Impfkritikern hat mittlerweile ja auch ein großes Ausmaß erreicht. Wir werden in alle möglichen Schubladen gesteckt. Mein Ziel ist, Druck zu erhöhen durch massive Öffentlichkeitsarbeit, und zwar Aufklärung und vor allem Sachlichkeit. Ja, ich stimme dem Herrn Diemer zu 100% zu. Keine Aggressivität ist überhaupt nicht zielführend. Ich mache das seit 20 Jahren auf einer sehr sachlichen Ebene, bin damit sehr weit gekommen, sachlich, aber bestimmt. Dann sage ich Dankeschön.